Herzlich willkommen bei uns im Milchhäusle. Kommen Sie gerne rein. Das ist mein Partner und unser Hund Leo. Das ist unser Hauptwohnraum hier. Hier verbringen wir die meiste Zeit. Hier kochen wir, hier essen wir und fühlen uns wohl, weil es tolles Licht von morgens bis abends hat. Die frühere Milchsammelstelle im historischen Ortskern von Darmsheim. Jahrzehntelang ein marodes, leerstehendes Backsteingebäude. Bis Stefanie C. ihr Know-how als Architektin und ihre ganzen Ersparnisse reinsteckte und es zu einem Schmuckstück machte. Ich bin in Darmsheim aufgewachsen und es gibt so einen Kaugummiautomat an der Außenwand. Da haben wir früher Kaugummis rausgelassen. Mir hat das auch schon immer gefallen. Also ich fand auch schon immer, dass es ein besonderes Gebäude ist. Stefanie C. hat sich für ein offenes Raumkonzept entschieden. Die Türen zum Bad und WC sind die einzigen im Haus. Eine Etage höher, das Schlafzimmer. Das ist unsere Schlafhöhle. Hier war auch ursprünglich eins von den großen Rundbogenfenstern. Das haben wir aber verschlossen, weil das Nachbargebäude zu nah dran ist. Die Renovierung des Milchhäusles stellte die Architektin vor einige Herausforderungen. Ja, die Renovierung hat schon die eine oder andere schlaflose Nacht gekostet. Sachen, die man so vermutet, sind dann auf einmal anders. Man muss reagieren und das dann anders ausführen. Und viele Dinge sind viel mehr Arbeit, als man ursprünglich denkt. Und dann geht halt auch mal was schief. Man geht zwei Schritte vor, einen wieder zurück. Steckt schon viel Blut, Schweiß und auch die eine oder andere Träne drin. Stefanie und Sebastian kannten sich schon als Kinder. Aber erst während der Renovierung des Milchhäusles verliebten sie sich. Da ist der Sebi irgendwann mal hier auf der Baustelle mit vorbeigekommen, um sich das mal anzuschauen. Und ja, dann ist er gleich tatkräftig mit eingestiegen und so hat es dann seinen Lauf genommen. Ich habe sie eigentlich gesehen in ihrem Arbeitsdress und das fand ich sehr sexy. Wir haben uns dann nochmal eigentlich eher auf ein Feierabendbierle verabredet gehabt. Und so hat das Ganze dann eigentlich seinen Lauf genommen. Sebastian zog mit ein ins Milchhäusle. Das hat insgesamt 100 Quadratmeter Wohnfläche auf 3 Etagen. In allen Räumen der gleiche Bodenbelag aus Kunststoff. Auf dem fühlt sich auch Haus und Leo wohl. Energetisch entspricht das Haus den heutigen Anforderungen. Ich habe deswegen Fußbodenheizung in allen Geschossen und im Keller eine Wärmepumpe. Sämtliche Wände sind mit einer Innendämmung ausgestattet. Und auch diese großen Scheiben sind 3 Scheiben Isolierverglasungen und haben einen sehr guten Dämmwert. Chill-Ecken im Haus waren Stefanie C. wichtig. Ob zu zweit auf dem Balkon im Dachgeschoss oder alleine in der Leseecke eine Etage drunter. Um die Inneneinrichtung hat sich die Architektin übrigens selbst gekümmert. Und weil Stefanie und Sebastian die südländische Lebensart lieben, machen sie auf der Bank vor ihrem Häusle auch immer wieder mal Urlaub vom Alltag. Bei einem Espresso die Seele baumeln lassen. Das tut gut.